Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu They Are Billions und mir, eurem lieben Zigaro. Dankeschön fürs Einschalten. Derzeit sind wir an dem Punkt, dass wir viel mehr Nahrung brauchen, als derzeit möglich. Und das bedeutet, wir müssen mehr an der Küste uns, verteidigen an diesen Stellen. Weil ich glaube, von hier wird auch noch ein Angriff kommen. Vierer wenigstens noch. Elf. The train has arrived at the station. Attention. Building completed. Jetzt ist tatsächlich Holz das Problem. Hier könnte ich noch ein bisschen Holz abbauen. Oder halt hier ganz oben. Den nicht. Kann ich hier noch ein bisschen Nahrung anpflanzen? Anpflanzen ist gut. Ja, das wäre nicht schlecht, mal ein paar Felder zu bauen. Boah, ich habe echt Schiss, ey. 52 Tage. Wir müssen das schaffen, bis wir 66 Tage haben. Das sollte doch wohl klappen, oder? Ich meine, wir brauchen 800. Das heißt, das hier brauchen wir im Grunde hier nochmal. Das können wir hier reinbauen von der Menge. Müssen dann gucken, auf wie viel Nahrung wir insgesamt kommen. Und der Zug muss halt dann immer die Leutchens rauswerfen. Derzeit haben wir 37 Nahrung, das ist gut, haben aber jetzt keinen Strom mehr. Ob ich das hier richtig mache? Ich weiß es ja nicht. Kommt schon, werdet rechtzeitig fertig. Bitte. Ja. Sehr gut. Mache ich hier und hier gleich noch mit Holzwänden zu, vorsichtshalber. Obwohl ich da nicht mit Angriffen rechnen muss. Attention. Building completed.
Das ist echt hart. Weil wir können die Küste nicht noch weiter mit Nahrung vollkleistern. Ich kann hier rechts nicht weiter bauen. Das geht nicht. Da fliegt uns alles um die Ohren. Das hier ist schon hart hier unten. The train has arrived at the station. Das bringt wenigstens. Ah, doch, das bringt schon was. Attention. Building completed. So. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Jetzt hat alles nur damit zu tun, dass hier voll zu kleistern mit Häusern. Die hat auch noch so viel Holzkosten. Ach, ich habe hier noch Zelte, die ich updaten kann. Mehr Holz bitte. Mehr Holz. Holz, 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 Holz. So. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Mensch, ich hätte nie gedacht, dass Holz so eine Mangelware wird. Attention. Building completed. Building completed. Das mache ich jetzt, falls die Zombies kommen, dass sie nicht hier unten die Gebäude sofort abfacken, sondern erstmal hier durchkommen. Und die so ein bisschen ignorieren oder es länger halt wenigstens dauert. Jetzt haben wir wieder das Nahrungsproblem. Wer hätte das gedacht? Ach Mensch, vielleicht kann ich hier oben tatsächlich noch was bauen. Attention. Building completed. Na, schauen wir mal. Attention. Building completed. Naja, aber wir können da wenigstens Holzfäller bauen. Wenn ich jetzt hier einen baue und da, dann überschneidet sich das eigentlich nicht. Attention. Building completed. Ja.
Wenn die da nur einmal reinrennen, ist meine ganze Nahrungsversorgung im Eimer. Fast 700. Ey, das schaffen wir. Ist mir jetzt egal, wir müssen das jetzt zeitlich einfach hinkriegen. Die Nachricht kommt jetzt zwar andauernd mit diesem Building completed, aber so ist es nun mal. Mensch, 27. So. 716. Kommt schon noch ein bisschen Nahrung für uns. Gold brauche ich gar nicht. Gold habe ich echt genug. Ja, man muss ja immer zweimal hingucken, ob das eigene Leute sind oder Zombies. Ich meine, klar, hier werden schon keine Zombies rumrennen, aber... Manchmal bin ich doch verblüfft, wie die Walking Simulation ähnlich aussieht. Also die G-Animation. Das kann ja doch manchmal ganz schön in die Irre führen. Ja. Ich soll mich allen Schwärmen widersetzen und ich soll alle Infizierten jetzt noch vernichten. Jetzt haben wir die Bevölkerung erreicht. Ich soll mich allen Infizierten widersetzen. Ist hier noch irgendwas draußen? Und dann kommen jetzt echt bald, muss ich jetzt also diese Welle abwarten, ja? Wer hätte denn das gedacht?
dass ich das echt so machen muss. You are gonna pay me for this, right? Are you sure? My bow is ready. Roger that. Attention. Yeah. Building completed. Are you sure? Jetzt habe ich alle vernichtet. Und jetzt muss ich noch. Ich muss jetzt noch 66 Tage warten? Echt jetzt? Dann kann ich wenigstens die Wände ausbauen, aber 66 Tage ist natürlich echt lange insgesamt. Oh, so kann man eine Wand bauen. Ich probiere jetzt gerade rum. Okay, dann investieren wir doch jetzt mal die anderen Ressourcen in Soldaten. Ah, kommt schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt kein Schwarm von der anderen Seite kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre zu kurios. Ich will jetzt hier noch einen Schutz ziehen. Attention. Building completed. Gleich knallt's in 2 Tagen. Noch mehr Nahrung ausbauen geht es schon fast nicht mehr. Das war es ja schon fast jetzt mit Nahrung. Nee, nicht fast, das war es. A horde of infected are on their way. They are approaching from all sides. Was? Commander? What? Yeah. Ready and waiting. Commander? Understood. Sie kommt von allen Seiten. Ihr wollt mich verkackeiern.
At your service. The train has arrived at the station. Let's go. Oha. Ist das jetzt der letzte Angriff oder was? Reporting for duty. Orders, sir. You are gonna pay me for this, right? What's up? Any infected around? Reporting for duty. Ich hoffe, das bedeutet nur von hier. What? You again. This better be good. Hä? Any orders? Tell me. They are trying to break into the building. Nein, da auch. Das kann noch nicht klappen unbedingt. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt habe ich nämlich keine 800 Leute mehr. Einzige, was wir jetzt noch hinkriegen können, ist, dass wir das dann reparieren. Die kamen jetzt doch von hier. Ist ja frech. Bin etwas baff gerade. Ich repariere jetzt nach und nach. Alter Schwede. Ich habe alle Schwärme geschafft. Jetzt muss ich reparieren. Das war ganz schnell. Alles clean machen hier oben. Ihr bleibt mal hier. Ist das übel gewesen.
Understood. Ha! Einige sagen jetzt, oh, das hätte ich dir sagen können. Just tell me what to do. Perfect. Commander? Great idea, sir. Jetzt ist ein Wettlauf gegen die Reparatur. Aren't there other units to bother? Any orders? Alter Schwede. Hätte ich niemals mit gerechnet. Schnell reparieren alles. Oh, wir brauchen halt mehr Ressourcen jetzt. Unbedingt mehr Holz. Ich muss die hier manuell reparieren. Wann kann ich das reparieren? Keine Energieversorgung. So. Und mehr und mehr und mehr. Jetzt müssen wir uns beeilen. Haben die uns hier platt gemacht an der Stelle? Da habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht eingeplant. Dass die hier durch die Wände so, dass die von hier oben durchrennen und hier ran. Dass die hier rangelaufen sind, hat mich irritiert. Und dann doch schon ein bisschen geschockt. Hier hat alles gehalten und es kommt jetzt kein weiterer Schwarm. Das heißt, ich muss jetzt hier nichts anderes reparieren, außer diese Türme. Die beiden. Brauchen halt ganz viel Holz, ne? Ich kann einfach nur froh sein, dass wir so viele Einheiten hatten. Na komm schon. Schenkt mir Nahrung, schenkt mir Power, schenkt mir irgendwas. Das Reparieren ist auch nicht ohne in dem Zeitaufwand. Die Hütten können alle nicht, weil wir hier die Nahrung verloren haben. Bis ins Letzte haben wir die verloren. Ja, aber jetzt sind wir bald wieder clean. Und sollten eigentlich gleich die Bevölkerung schaffen, wenn die Gebäude repariert sind. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Wow. Geschafft. Mensch, das war ordentlich. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Durchhalten. Und wir sehen eine weitere Horde und einen weiteren Ort, den wir einnehmen können. Und dann bis bald. Macht's gut und tschüss.